Bei uns ist Vanessa Neumann, vielen bekannt als Happy Nessa auf Instagram und Facebook und eigentlich als Moderatorin hier bei der VLN unterwegs. Letzte Woche bist du aber ein bisschen fremdgegangen, warst in Zandvoort beim DMV BMW 318 T-Cup, hast dein allererstes Autorennen gefahren. Wie war es? Erzähl mal. Ja, natürlich sehr aufregend, wenn man hier immer als Moderatorin unterwegs ist und man spricht mit den Fahrern, bekommt man schon so den ersten Eindruck, wie das halt ist, Rennen zu fahren, aber dann tatsächlich selbst im Rennauto zu sitzen und so ein kleines, also ist natürlich ein kleines Rennen, aber immerhin Rennen zu bestreiten, ist natürlich eine andere Hausnummer und man bekommt jetzt mehr ein Verständnis dafür, für das, was ich hier mache, wenn ich mit den Fahrern rede. Und es war natürlich super spannend, super aufregend, aber es hat auch echt Spaß gemacht. Also ich habe mein erstes Rennen definitiv genossen. Da hast du dir natürlich auch direkt einen absoluten Highlight im Rennkalender ausgesucht, war ja ein Einladungsrennen in Zandvoort. Noch eine der letzten Gelegenheiten vor dem Formel-1-Umbau dort zu fahren. Wie hat dir die Strecke gefallen? Viele sagen ja, es ist so ein bisschen wie die Nordschleife. Ja, also ich muss sagen, ich übe tatsächlich immer auf der Nordschleife, ab und zu mal auf dem Hockenheimring oder auch hier auf der Capri-Strecke. Und ich hatte echt Respekt vor der Strecke, weil ich wusste von den GT Masters, dass es natürlich eine anspruchsvolle Strecke ist. Dementsprechend habe ich dann auch die ersten Runden erstmal langsam gemacht, bis ich die Strecke dann mal drauf hatte. Und ich muss aber sagen, durch die Schikanen und man hat dann doch noch steile Streckenabschnitte, ist es natürlich sehr anspruchsvoll, auch ein Ticken gefährlich, weil man an manchen Stellen direkt eine Mauer hat und keine Auslaufzone da ist. Hat super viel Spaß gemacht und es ähnelt schon ein bisschen der Nordschleife auf jeden Fall. Und du wurdest von jemandem gecoacht, der auf der Nordschleife bestens vertraut ist, Christopher Rink, VLN und RCN-Meister im Team Smirless Racing, regelmäßiger Starter im Cup. Wie war die Hilfe von Christopher und auch von Janni Smirless? Dass ich da Hilfe bekommen habe von zwei Top-Fahrern hier aus der VLN oder RCN oder die haben ja auch schon 24-Stunden-Rennen gewonnen. Da ist natürlich ein Coaching von Chris Rink super gewesen. Auch der Janni, dass der da einem auch ein bisschen mental unterstützt hatte. Da war ich dann froh, bei dem Team gewesen zu sein. Also ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Das Coaching war super. Ich konnte mit ihm dann halt eben auch die Strecke gut kennenlernen. Aber war auch dann froh drum, dass ich dann im Training mal allein im Auto saß, weil dann habe ich auch entsprechend viel bessere Zeiten gefahren. Man ist dann doch irgendwie immer gehemmt, wenn jemand im Auto drin sitzt. Aber es war super, dass ich da gecoacht wurde von den beiden. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du Blut geleckt hast und vielleicht auch nochmal im DMV BMW 318 T-Cup an den Start gehen willst. Gibt es da schon konkrete Pläne? Ja, der nächste oder auch der letzte Lauf ist ja in der Tat hier auf dem Nürburgring. Ist natürlich schön, weil es quasi die Heimatstrecke ist. Je nach Sponsoren würde ich gern fahren. Also ich habe definitiv Blut geleckt und überlege auch schon im nächsten Jahr dann vielleicht die komplette Saison mitzufahren. Das würde uns sehr freuen. Jetzt können wir ja diesen vertrauten Rahmen hier nutzen, ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Wenn jetzt jemand sagt, die Vanessa, die will ich gerne unterstützen, wo kann er sich melden? Ja, also ich bin, da ich eben viel auf Social Media mache, eben da sehr vertreten auf meinem Instagram-Account. Das heißt, man kann da schreiben, man kann mich dann auch dort per E-Mail erreichen oder auch dann telefonisch. Aber ja, weiß ich, irgendwie erreicht man mich auf jeden Fall über die sozialen Medien. Genau, und auch der DMV BMW 318 T-Cup leitet die Anfragen natürlich gerne weiter. Dann am 18. und 19. Oktober hoffen wir dich hier am Nürburgring wiederzusehen. Bis dahin alles Gute und viel Spaß im Motorsport. Ja, danke schön. Euch auch noch viel Spaß.